Schalte die Zündung deines Autos aus, zieh die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. So ist es einfach, zum Luftfilterkasten zu gelangen und den Filter zu wechseln. Hebe vorsichtig alle vier Ecken der Motorabdeckung ein bisschen an, um diese wegzuklipsen. Wenn du sie abgenommen hast, musst du die Vakuumbrecherleitung ausstecken und entfernen. Dazu musst du am weißen Steckverbinder neben dem Öleinfüllverschluss ziehen und ihn leicht hin und her bewegen. Schraub die 10 Halteschrauben am Luftfilterflansch mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher ab. Halt den Flansch fest und dreh ihn, um auf den Filter zuzugreifen. Entferne den Luftfilter. Nimm dir den neuen Filter zur Hand und vergleiche ihn mit dem alten, um sicherzustellen, dass sie identisch sind. Bevor du den Filter einbaust, ist es wichtig, die Verschmutzungen im Luftfiltergehäuse gut zu reinigen. Setz den neuen Filter ein. Versichere dich, dass die Gummidichtung richtig platziert ist. So kannst du den Flansch einfach wieder einsetzen. Setz alles wieder an seinem Platz ein und pass dabei auf, dass alles richtig platziert ist, damit du es leicht anschrauben kannst. Bring mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher alle Schrauben wieder an. Bring die Motorabdeckung wieder an. Setz dafür zuerst die Vakuumbrecherleitung wieder ein. Bring die Motorabdeckung wieder an und klipse sie an den vier Ecken fest. Überprüfe, dass sie gut fixiert ist. Und fertig!